Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Guide zu Tiny Tina's Wonderlands. Und viele fragen sich, warum droppen bei mir eigentlich keine Legendaries, beziehungsweise warum droppen eigentlich so wenig Legendaries, wie du dein Loot verbesserst und wie das Ganze ein wenig besser wird und was du daran ändern kannst, natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Schau gerne an der Stelle auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, dort streame ich täglich Tiny Tina's Wonderlands, also gerne mal vorbeischauen, twitch.tv/swishytime. Wie gesagt, wir sprechen heute über Legendary-Fundorte bzw. eher eure Chance, Legendaries zu erhöhen. Und zwar, das haben immer noch einige nicht so ganz verstanden, mit dem Würfeln, also mit diesen Glückswürfeln, die ihr überall auf der Karte findet, damit erhöht ihr euer Glück im Allgemeinen. Heißt, ihr könnt, je mehr Würfel ihr findet, immer besseren Loot finden. Das ist erstmal die Grundmechanik, deshalb solltet ihr natürlich immer möglichst viele Würfel finden und vor allen Dingen auf Erkundungstour gehen, weil sich das Ganze wirklich lohnt, aus eben genannten Gründen eben. Aber das ist natürlich auch noch nicht alles, was man machen kann, um noch mehr Loot zu haben. Und zwar haben viele von euch vielleicht diese Lager entdeckt, die man machen kann. Und das Wichtigste ist, diese Lager sind wiederholbar. Heißt, wenn ihr wirklich nur auf den Grind aus seid, bei Bosskämpfen, in Storygebieten oder vieles weiteres, bekommt ihr natürlich auch dementsprechend hohe Belohnungen, teilweise sogar höhere Belohnungen, aber ihr könnt sie halt nicht unbegrenzt machen, beziehungsweise es dauert natürlich viel, viel länger, um dort zu einem Endboss zu kommen. Bei diesen kleinen Lagern, die wir überall auf der Welt finden, die können wir immer und immer und immer wieder wiederholen und in Kombination mit den Würfeln ist das Ganze wirklich perfekt, um quasi Legendaries zu farmen. Ich habe die ganze Zeit überhaupt keine Legendaries gefunden. Ich glaube, ich habe nach 15 oder 20 Stunden Spielzeit erst mein erstes Legendary gefunden. Und das Ganze habe ich mit der Methode eben gemacht, dass ich sehr viele Würfel gesucht habe und dann wirklich angefangen habe, diese Lager zu grinden. Und es hat sich wirklich sehr gelohnt. Inzwischen habe ich einige Legendaries gefunden, teilweise sehr starke, teilweise aber auch schwächere. Aber es geht einfach darum, da Tiny Tina's Wonderlands eben auch ein Loot-Shooter ist, kann ich wirklich nur raten, diese Kombination durchzuführen und einfach mal die Gebiete zu erkunden, um dann eben diese Würfel zu finden. Ihr seht ja auch immer, wie viele Würfel entdeckt werden können, beziehungsweise wie viele in einem Gebiet sind. Ich habe natürlich bisher auch noch nicht alle Würfel in jedem Gebiet gefunden. Mir fehlen zum Beispiel auch noch einige im Startgebiet zum Beispiel oder auch in der Stadt oder. Aber auf jeden Fall kann ich diese Mechanik nur empfehlen. Nutzt sie wirklich. Es ist eine der wichtigsten Loot-Mechaniken, die es gibt. Und sie sind nicht nur eben da, um standardmäßig Loot zu generieren, sondern eben auch den Luck-Faktor für das Loot zu erhöhen. Heißt, ihr habt zum Beispiel 40 Würfel gefunden. Ihr habt also mehr Chancen darauf, bessere Beute zu finden, als jemand, der noch gar keinen Würfel gefunden hat oder vielleicht noch 5 Stück. Also jeden Würfel, den ihr findet, der erhöht nochmal euer Lootglück. Und es ist wichtig, dass man wirklich diese Mechanik versteht und dann eben anhand von Lagergrinds, also Lagerfarmen, dann das Ganze eben unterstützt und eben seine Lootchancen nochmal erhöht. Ihr könnt natürlich auch die Würfel finden und ganz normal in der Story fortfahren. So bekommt ihr natürlich auch sehr gute Beute und vor allen Dingen natürlich auch sinnvolle Beute. Wenn ihr einfach nur Quest für Quest abarbeitet, ist das Ganze natürlich auch kein Problem. Das ist natürlich am effektivsten für euren Fortschritt im Spiel. Aber ihr lasst natürlich auch da ein bisschen Chancen liegen. Es geht eben darum, dass wir den Glücksfaktor möglichst hochschrauben und dann eben das Glück ausspielen, indem wir diese Lager farmen. Wenn ihr dann eben auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel seid, findet ihr bereits 2 Lager am Anfang. Die sind sehr einfach zu grinden, die Gegner sind nicht sonderlich stark. Ihr könnt dort schon sehr hochrangige Beute finden. Zum Beispiel eine sehr starke Feuerpistole habe ich gefunden, die eben so Art, ja, Magma-Bälle verschießt. Die war auch am Anfang wirklich sehr, sehr stark, die ich auch lange gespielt habe. Also wie gesagt, es gibt einiges zu finden. Und das macht natürlich auch den Reiz mit Loot-Shooter aus. Ihr wollt eben diesen goldenen Stern auf der Karte sehen, wenn dann wieder ein Legendary droppt. Wir fassen aber noch die wichtigsten Sachen zusammen. Also Tipp Nummer 1. Würfel finden, grindet die Würfel, sucht überall die Würfel, wo ihr sie finden könnt. Die haben immer so ein leichtes Schema. Ihr hört ja auch einen Sound, wenn der Würfel in der Nähe ist. Aber das Schema ist meistens immer in irgendwelchen Ecken, leicht versteckt in Häusern oder. Sucht alles ab, das Ganze lohnt sich aus, macht Spaß, das Ganze zu entdecken. Die Welten sind sehr schön von Tiny Tina's Wonderlands. Und dann natürlich, wenn ihr euren Glücksfaktor erhöht habt, grindet wirklich alle Lager, alle Nebenquests. Sucht alles, was ihr könnt und dann wollen wir natürlich möglichst viele lederne Würfel haben, die wir dann am Ende des Tages nach der Quest eben öffnen können und so den bestmöglichen Loot bekommen. Aber genug von mir an der Stelle, was sagst du dazu? Hast du das Glücksfaktor-Prinzip schon verstanden oder habe ich dir gerade was völlig Neues erzählt? Schreib es mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns in Tiny Tina's Wonderlands hier auf YouTube und auf Twitch. Also haut rein, bleibt gesund, euer Swishy.